Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cannon Fodder 2. Wir waren letztes Mal stehen geblieben in Mission Nummer 5, Phase Nummer 2. Das heißt, wir müssen diese Phase nur noch abschließen, um die komplette Mission abzuschließen. Und hier starten wir dann mit 4 Soldaten und haben nur noch 8 Rekruten insgesamt. Das heißt, es kann sein, dass ich mal wieder auf die Help-Taste haue, um diese Mission irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, Wizard Pranks schauen wir uns jetzt mal an und starten mit 4 Soldaten mal rein. Da sind wir. Da kommt einer. Super. War ein voller Erfolg, möchte ich mal meinen. Ja. Ja. Muss ich da jetzt noch irgendwas zu sagen? Nee, nicht wirklich, oder? Mit seiner verdammten Kanone hier oben. Verdammten Raketenwerfer. Noch einer. Ja. Wir erwischen einen ohnehin. Und das sieht jetzt so aus, als werden wir jetzt unseren letzten Soldaten auch noch verlieren. Unseren komplett letzten Soldaten. Und ich vermute, das war's. Oder? Ist das Spiel hiermit beendet? Ist das Let's Play vorbei? Nach nur 2 Minuten? This is your last chance. Steht da. This is your last chance. Ja. Haben wir doch geschafft, die Mission. War doch gar nicht so schwer, oder? Meine Güte. Naja, egal. Auf jeden Fall, können wir jetzt in die Mission Nummer 6 rein starten mit ein paar neuen Rekruten. Da kann ich wenigstens dann wieder ein, zweimal fehlen, bevor das komplette Spiel vorbei ist. Aber ja, ein paar Leute haben wir verloren in der Mission. Ich gebe es zu, wir sehen es ja auch hier. Aber es dürften noch ein paar Leute befördert werden, oder zeigt uns dieses Bildschirm gar nicht? Mein Spielstand ist klar, 410 zu 71 führen wir ganz deutlich. Ja, allzu viele Rekruten kommen da jetzt aber nicht den Berg runter. Ich fürchte fast, dass es A, nicht einfacher wird und B, diese Mission Nummer 6 unsere letzte Mission werden kann. Und ich werde auch versuchen, den Finger von der Help-Taste zu lassen, obwohl ich möchte doch gerne mal sehen, was am Ende passiert. Wenn man das Spiel denn schafft. The Sword of 1000 Men. Okay, das Schwert von 1000 Leuten. Alle Enemies wieder umbringen, alle Enemy Buildings zerstören. Das kennen wir schon. Wir haben, glaube ich, noch gar kein Fahrzeug gehabt, oder? Bei Cannon Fodder 1 hat man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mal ein Fahrzeug gehabt. Ich kann mich da noch an dieses Snowmobile erinnern, wo wir da über den See gesprungen sind. Das war eigentlich ganz witzig. Ja, ich meine, so ein Panzer wäre mal nicht schlecht, um hier über die Runden zu kommen. Aber irgendwie. Naja. Schauen wir mal, wie Beckenbauer sagt. Wenn ihr denn irgendwann mal hier mit der Ladezeit zurechtkommt, zu Rande kommt. Ja. Ansonsten scheint heute mal die Sonne bei 4 Grad. Also ist nicht mehr ganz so kalt wie die letzten Tage. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann mal im Juni der Frühling. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Hallo! Ah ja. Man muss nur mal Hallo schreien, dann geht's ja los. 2 Soldaten, auf geht's. Hallo? Hier passiert gar nichts? Okay. Mein Gott. Oh, der hat auch noch knapp vorbeigeschossen. Oh, da schießt schon wieder einer mit Raketen. Oh, ich bin aber auch dämlich. Obwohl, man muss dazu sagen, das ist ja auf einmal richtig schwer von jetzt auf gleich und da. Die schießen dann gar nicht mal so schlecht jetzt, die Feinde. Die schießen einmal und treffen sofort. Was in den ersten Missionen so nicht der Fall war. Na gut, gehen wir mal weiter.
Mal gucken. Jetzt hauen wir erstmal den Raketentypen hier was für den Kopf. Ja! Friday! Friday hat's erwischt. Sehr schön. Es gibt kein Friday mehr. Das wäre ja richtig schlimm. Vielleicht sollten wir mal versuchen, außen rum zu gehen. Vielleicht bringt das mehr. Oder vielleicht mal einen Blick auf die Karte werfen. Was uns überhaupt erwartet hier. Oh, ein Schloss in der Mitte. Ist das süß. Ja, geht ins Wasser. Ist klug. Aber er konnte noch einen Schuss loswerden. Ich werd bekloppt. Ja, der springt sich selbst in die Luft. Immerhin. Hier oben kommen wir dann nicht rum. Ja, durch den Zaun können wir hin und wieder durchschießen. Also ist das doch mehr oder weniger ein Dead End. Wenn wir durch den Zaun durchschießen können, werden die wahrscheinlich auch durch den Zaun durchschießen können. Erreichen wir denn hier hinten das Haus? Ja. Dann sind wir das Haus schon mal los. Also mit einer Granate kommen wir nicht mehr allzu weit. Hallo, lebt der? Naja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Auch der sprengt sich selbst in die Luft. So geht's natürlich auch. Das Häuschen jetzt. Sehr schön. Und den erwischen wir auch noch. Ja, komm her. Naja, ich meine, so geht's ja auch. Aber wir haben keine Handgranaten mehr. Wir brauchen Handgranaten, verdammt. Ja, das war klar. Früher oder später musste der mich erwischen. So, Nick, jetzt ist es deine Aufgabe, unsere Ehre zu retten. Und Nick kann nicht durch den Zaun durchschießen. Nick, was ist los mit dir? Ja, war klar. Keine Chance. Naja, immerhin habe ich bis in Mission Nummer 6 geschafft. Schlecht. Mein Gott. Ich weiß schon, warum ich das Spiel so frustrierend in Erinnerung hatte. Sich selbst in die Luft zu springen ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Wenn man nicht weiterkommen möchte in diesem Spiel. Naja. Naja, komm, probieren wir es nochmal. Probieren wir nochmal den Frontalangriff. Einfach reinrennen. Ach, wir haben keine Handgranaten mehr. Hallo, ich brauche Handgranaten. Schnell weg hier. Wow, 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 wow. Ach, hinter dem Schloss liegen Handgranaten, sehe ich da. Super. Da komme ich doch nie im Leben dran. Ja, komm, mach hin. Was kannst du denn jetzt noch nachladen? Bin gestorben, Mission fängt von vorne wieder an. Du brauchst nichts laden. Toll, 2 Meter gelaufen, schon der erste. Weg. Das war auch nicht so klug, in die eigene Explosion wieder reinzurennen. Tja, ein Fehler nach dem anderen. Ziemlich frustrierendes Spiel. Noch 5 Rekruten nur noch. Das schaffen wir. Ja. Stehen bleiben ist immer eine sehr, sehr schlechte Idee. Oh nein, der Helmut ist draufgegangen. Der Helmut! Mit der Susanne! Helmut und Susanne. Oh nein. Ich kannte sie gut. Das waren so nette Leute. Haben uns immer sonntags zum Kaffee eingeladen. Jetzt wird das nicht mehr so sein. Ja, haut mal ab hier. Lass mich alle in Ruhe.
Haus Nummer 1 zerstört. Er springt sie wieder selbst in die Luft. Sehr schön. Aber ist ja nicht so, dass ich nicht schon so weit gewesen wäre vorher. Oh, er schießt ihn! Hallo! Ey, kann doch nicht wahr sein. Ich baller auf den und der fällt nicht um. Ich hasse diese Musik, wenn man scheitert. Ist jetzt schon ein verdammter Ohrwurm, den ich nicht mag. Halt durch, liebe Zuschauer. Lange, lange dauert es nicht mehr. Dann haben wir es hinter uns. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich hau mit dem Kopf auf die Tastatur. Aua. So, was mache ich jetzt eigentlich, wo ich nur noch einen Rekrut habe? Startet er alleine? Ah, ja, der startet alleine. Sehr schön. Und dann auch noch ein Mädchen. Uah. Komm, Jane, du kannst es. Ich tat es an du, Jane. Von hinten erschossen. Oh nein, die Handgranate solltest du doch gar nicht werfen. Dusselige Kuh. Oh. Game over. Oh toll, wir haben den Krieg verloren. Tja. Ja, liebe Zuschauer, dies ist ein trauriger Moment. Wir haben uns gegen Außerirdische erwehrt und gegen komisch aussehende feindliche Soldaten auf dem Mond, im Weltall, auf der Erde. Hier sehen wir nochmal die Kollegen, die wir verloren haben. Auf dieser Mission. Auf dieser Mission für den Frieden, für den Weltfrieden. Aber leider hat das Böse gesiegt. Game over. Obwohl wir klar gewonnen haben mit 482 zu 90. Tja. Und Jobs ist nach wie vor einer unserer ersten Soldaten mit der Top-Abschussquote von 48. Ja, was passiert jetzt? Ich vermute mal, es geht wieder von vorne los. Und nein, das möchte ich euch nicht antun, das möchte ich mir nicht antun. Ja, vielleicht passiert ja noch irgendwas außer einem schwarzen Screen. Ja, es geht nochmal von vorne los, aber das lassen wir doch jetzt lieber sein. Ich würde sagen, das waren jetzt, wie viele Folgen waren es jetzt? 4 Folgen, Cannon Fodder 2. Jetzt habt ihr beide Teile mal gesehen. Spaß gemacht hat es euch, ja? Ah, wie ich aus den Kommentaren lesen konnte, vor allem, weil ich mal so schön gefailt habe. Aber ich denke, wir lassen es hiermit auch gut sein. Es gab noch eine Special Edition von Cannon Fodder, irgendwie schwarz-weiß oder irgendwie Weihnachts-Special. Das werde ich sicherlich irgendwann nochmal rauskramen und werde das zwischendurch mal zeigen. Aber hier für ein längeres Let's Play jetzt, in dem Fall mit 4, 5, 6 Folgen. Dafür wird es nicht mehr reichen. Und wie gesagt, lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mehr Spaß als mir. Und sag bis zum nächsten Mal. Und bis dahin dann. Tschüss und bye bye.